Ja, wegen der Witterung, ne? Auch dein Geruch. Cray geht jetzt voll Rambo-Modus. Ich meine Slime-Abo. Ausgezeichnet. Dann, ja, ist das ein Wurf auf Tarnung? Und Spuren lesen musst du noch nicht unbedingt. Das hat der Dordal ja auch schon gemacht. Aber Tarnung und Schleichen. Bevor Cray sich da jetzt weg befindet, es sind ja, wie viel Zeit ist vergangen? Sind 24 Stunden schon vergangen? Dann könnte ich nämlich meinen Medizinwurf neu würfeln. Bisher sind nochmal 3 Stunden vergangen, seitdem ihr gelaufen seid. Achso, ich dachte, wir hätten Lager gemacht, damit hier Ifrit seine Rüstung machen kann. Aber das habt ihr abgebrochen. Ja, und das hätte auch nicht so lange gedauert. Okay, alles klar. Deswegen muss ich das gerade ja alles im Gehen machen. Space Marine, du kriegst das schon hin. Ja, mein innerer Handwerker, der schreit. 58. Concealment war jetzt nicht erfolgreich. Was war das? Schleichen? Nee, Concealment. Also Schleichen hätte ich geschafft mit 58. Aber ich habe jetzt erstmal Tarnen gewürfelt. Tarnen, okay. Mhm. Das habe ich nicht geschafft. Aber dann würfel ich mal Schleichen. 83. Das sieht auch nicht so geschlichen aus. Das ist tatsächlich auch nicht geschlichen. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Ja, ich würde es gerne noch mal würfeln. Sonst musst du ihn verbrennen später. Also ich glaube, du lockst den Dino dann auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall den Dino an, das klappt. Ja, du wirfst dir, du kann ich mich noch irgendeine vereinfachen? Naja, also du wirfst dir ein bisschen Sand über deine Schulter, hoffst, dass es dann an deinem Schweiß kleben bleibt. Du merkst auch, wie ein bisschen von dem Sand in deine Wunde kommt. Du bekommst 1W5 Schadenspunkte. Also echter Schaden. Und ja, während ihr euch dann so ein bisschen umseht, könnt ihr auch sehen, wie Cry dann ja, relativ direkt, ohne Umwege, er so ein bisschen geduckt, würdet ihr meinen. Also er benutzt jetzt nicht die Felsvorsprünge oder so etwas, aber er geht jetzt über die offenen Ebenen und könnt dann auch erkennen, wie nicht nur sein Mukranoid anfängt, ihn dunkler und dunkler zu machen, sondern ihr könnt jetzt auch merken, wie euer Mukranoid so ein bisschen anfängt zu wirken und eure Haut so ein bisschen kribbelt und juckt. Also nicht nur die Niere und eure Lunge, sondern jetzt auch eure Haut, die euch ja noch dunkler macht. Bei Ifrit ist es nicht möglich, aber bei all den anderen merkt ihr, wie ihr verdunkelt. Ihr dürft alle einen schwierigen Wurf auf Widerstand würfeln, also minus 10. Oh Gott. Ich glaube, ich habe auch schon neu gewürfelt. Habe ich schon neu gewürfelt? Ist das gegen Gifte nicht. Oder gegen was würfeln wir? Generell gegen diese Umgebung. Und das sind nicht nur Gifte, das ist auch die Wärme. Da ist eine ganze Menge bei. Aber wenn du gegen Gifte explizit was hast, dann würde ich das sogar erlauben. Da würde ich dir eine plus 10 dann geben. Es geht um das, was wir alle haben. Und zwar, dass wir Space Marines sind, haben wir ja diese Nieren, die du angesprochen genau, hast. Genau, dieser Wurf ist schon modifiziert. Dieser Wurf ist schon modifiziert, also für Space Marines eine minus 10, für Menschen ist es minus 30. Nee, das sind ja die Neuroglote, wir dürfen gescheiterte Widerstandswürfe gegen Gifte und giftige Angriffe können wiederholt werden, sagen die Nieren aus. Das darfst du. Nicht, dass wir da einen Bonus drauf kriegen. Das darfst du. Und wir bekommen plus 30 gegen Atemgifte und plus 20 gegen Gifte, die wir essen. Aus der Multilunge, ja. Gut, aber dann, du solltest dir diesen Sand jetzt nicht in deinen Mund stecken. Kann ich mal aufhören? Plus 30 sagst du, ist sie voll modifiziert. Minus 10. Widerstand minus 10. Wenn ihr es nicht schafft, bekommt ihr eine Erschöpfungsstufe. Und das Schöne ist, dass das Mukranoid von Ifrit nicht funktioniert. Der muss einen Wurf minus 20 schaffen. Ja, ich habe eine 15, damit ist es geschafft. Das ist geschafft, ja. Da müssen wir uns nicht streiten. Ja, während... Ja, heiß. Ja, heiß bist du gewohnt. Genau, richtig. Ja, während ihr euch umseht, könnt ihr erkennen, wie Cry dann mit dem roten Sand um seine Schultern, um seine Haut, um sein Ordensgewand herum dann in Richtung Osten geht, dort, wo die gewaltigen Spuren sind und nach einigen Metern, ich muss gerade mal schauen, ja, nach sicherlich 100 Schritt, die er dann über die Felsen springt und klettert, kannst du über eine kleine, du würdest sagen, steinerne Brücke gehen, die ja, hier noch übrig geblieben sind. Unter dir ein langer, kleine Kluft, ein Spalt, aus dem Gase strömen, 23 Schritt hinüber.
kannst du ohne weitere Probleme balancieren. Für einen Midasaurier wird das sicherlich schwierig. Das könnte eine passende Verengung sein, gerade auch wenn er tonnenschwer ist. Aber zumindest hat es auch auf der anderen Seite Spuren von ihm gefunden. Und je weiter du kommst, die anderen können dir dann bedingt auch folgen, schauen dir noch so ein bisschen zu, wie du dann weitergehst, kannst du ja mittlerweile dann auch feines Pulver erkennen, was dann hier auf dem Boden liegt. Weißlich, es sieht aus wie zerstampfte Knochen. Ein unebener Boden, der wohl ja, unter anderem dann auch die Lagerstätte von einem Diablodon sein könnte. Du siehst hier aus dem Felsgestein rechten Sims. Die rostrote Farbe muss wohl Blut sein, zusammen mit dem Weiß der zerstampften Knochen. Es stinkt wie in einem Schlachthaus. Unzählige Knochen, die zusätzlich aufgehäuft worden sind und eingetrocknetes Blut, alles überzogen. Weiterer Gasaustritt, der dann das Ganze ja, übelerregend macht. Dass hier Menschen einen Diablodon gejagt haben, gut, Aurana, das grenzt an Wahnsinn, aber sie haben es geschafft, haben sich als Krieger bewiesen und als Ratsmitglied und auch das wollt ihr jetzt werden. Ihr könnt sehen, wie ja, gelbliche, beißende Wolken in der Luft hängen und der Rauch halb verhüllt eine tiefrote Kreatur, die wie ein Dämon aus der Tiefe der Hölle hin und her pirscht und du kannst sehen, wie das Ding wohl gerade etwas knackend zerbeißt, Blut spritzt und dann verschwindet die gewaltige Kreatur in einer Höhle. Fleischfetzen drumherum liegend am Eingang kannst du sehen, ja, wie das Ding darin verschwindet. Ja, gut, ne? Ich habe herausgefunden, was ich herausfinden wollte. Und begebe mich auf den Rückweg. Naja, und Bruder, was habt ihr gefunden? Es hat einen Unterschlupf weiter vorne. Und es gibt eine Engstelle, die wir eventuell schwächen könnten, sodass es einsinkt oder abstürzt. So weit abstürzt, dass es verschwindet oder so, dass er abstürzt, dass wir ihm den Kopf abschlagen können? Herr Spielleiter. Also, Steuerung F. Ihr seht hier den Diablodon. Dort oben hat er sein Lager, beziehungsweise seine Höhle dann, die dann nach rechts weggeht. Dort ist er irgendwo verschwunden. Und ja, hier über diese Brücke hinüber bist du eben geklettert. Und die Spuren siehst du auch auf dieser Seite. Ja, aber wie tief geht denn das rein? Runter, meine ich. Also, du blickst nach unten in die Tiefe, in die Schwärze, der Spalt, der Riss. Vielleicht 10 Schritt. Und dann wird es immer enger und Gas tritt noch weiter aus, aber auf 10 Schritt würde dann vielleicht aufgespießt werden. Das kann natürlich eine Option sein, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, bei euch findest du auch Spuren. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass wir es schwächen. Auf der anderen Seite ist eine Steinbrücke. Oder, bevor wir die Steinbrücke kaputt machen, könnten wir die doch auch mit irgendwas einschmieren, sodass er ausrutscht und runterfällt. Das Problem ist, wenn wir nicht den Kopf mehr bekommen, bringt es auch uns nicht, ihn umzubringen. Ja, gut, wenn er 10 Meter runterfällt. Wenn er 10 Meter runterfällt und sich das Knick bricht, dann können wir runterklettern, uns den Kopf holen und fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Abstieg überleben. Ja, mit ganzen Gas um die hinaustreten. Naja, aber was wir hier machen können, ist, unser Plan ist hier immer noch vernünftig. Einer der Brüder geht rüber, wirft einen Speer in Richtung der Höhle, das Vieh wird auf Effekt oder wie auch immer auf uns aufmerksam. Du rennst dann über die Brücke, der Rest von uns greift es an, während es auf der Brücke ist. Es muss sich zumindest dann orientieren. Das sehe ich als momentan beste Option an, ja. Und wenn es nicht die Brücke nutzt, sondern einfach über die Schlucht springt? Ändert es trotzdem nichts daran, dass wir Chancen haben, von der Seite es zu beschießen, bevor es zuschnappt. Richtig. Bruder Tordal, was haltet ihr davon, so als erfahrenster Jäger, wenn wir den Höhleneingang nutzen, um dort Schlingfallen und dergleichen aufzustellen? Ich müsste mir die Höhle selber ansehen, wie fraglich es, wie groß sie ist. Die Frage ist, die Schlingfallen an sich, ob es das Vieh überhaupt aushält.
Ich befürchte auch, wenn ihr nicht gerade Stahl mitgebracht habt oder Keramit, dann werdet ihr mit ein paar Lianen bei so einem Vieh wenig erreichen. Was wiederum eine Option wäre, wenn es über der Höhle die Möglichkeit befindet, eine Art Lawine auf das Vieh zu fallen lassen. Wenn es rauskommt. Nur davon kann uns nur Bruder Cry berichten, der vor Ort war. Der zuckt mit den Schultern, mir als sicherlich. Es wird nur schwierig, das vorzubereiten, wenn das Ziel direkt unter uns ist. Naja, was haltet ihr denn davon? Der Rest von uns macht sich hier jetzt schon mal bereit. Falls das Vieh gleich euch bemerkt und hinterherläuft, ihr schaut euch einmal vor Ort an, ob ihr so eine Art Lawine auslösen könnt. Und danach kommt ihr wieder. Dann haben wir einen Notfallplan für den Fall, dass ihr entdeckt werdet. Und sonst schaut ihr es euch mal vor Ort an. Das klingt nach einem Plan. Wie hoch sind die Felsformationen hinter uns? Also was ist das für ein Unterschied? Würde zu sagen, ja, 6-7 Meter, also da vor allem gerade auch mit diesen Stacheln und den Spitzen, weil das aufgerissenes Gestein ist, das könnte dir auch vielleicht den helfen, dass der Diablodon dann nicht hochlaufen oder springen kann und du bist dann auf Überkopfhöhe. Das würde zumindest helfen als taktische Position. Und man kann ihm gut ins Gesicht spucken. Ja, spucken können wir leider nicht. Klar können wir spucken. Wir haben Säure spucken. Der Imperial Fist kann nicht spucken. Das ist unter unserer Würde. Wir spucken hier nicht. Wir bauen Festung. Ich kann keine Schwere vermutlich nicht 40 Meter weit werfen, richtig? Also ein bisschen so Space 15. Marine, warum nicht? Weil die Range nur 15 Meter sind. Danach bekommst du Erschwernis. Ah, okay. Wenn du eine Speerschleuder hättest, dann könntest du weiter werfen. Ja, aber damit trifft man nichts, das kann ich dir versprechen. Also ich hab getroffen. Naja, Brüder, der Rest von uns nimmt hier oben Position, würde ich sagen. Eine gute defensive Position, so wie es sich gehört. Und wer immer rüberschleichen möchte, erledigt das jetzt. Das klingt nach einem guten Plan. Befestigt vielleicht ein wenig hier. Und wir schauen uns drüben noch einmal weiter um, ob wir noch dem Diablodon ein wenig zusetzen können, bevor er diese Engstelle erreicht. Und mit den anderen Biestern wollen wir jetzt nicht arbeiten? Ich glaube, wir haben aktuell mehr uns jetzt auf diese Taktik spezialisiert. Anders müssten wir die anderen Viecher erstmal hierher holen. Naja, vor allen Dingen soll er sich das hier erstmal nur anschauen. Das ist ja nur ein Notfallplan, dass wir hier kämpfen. Ich meine, so gerne ich eine solche Echse einmal zähmen würde. Vielleicht sogar die große. Letztlich müssen wir schauen, was ist am pragmatischsten. Damit kommen wir zurecht, was wird funktionieren. Das Zähmen einer dieser Riesenkreaturen wird garantiert mehr Zeit in Aufnahme nehmen, als wir hier aktuell aushalten können. Und da wir nun ein zeitliches Fenster haben, vor uns diese schwere Umgebung zusetzt, sollten wir uns jetzt erst einmal auf den Diablodon konzentrieren. Weil selbst das Zähmen der kleinen Echse wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Also ich verstehe nicht ganz, warum ihr was dagegen habt, das Diablodon von der Brücke runter zu schubsen oder zu irgendwas. Weil ich glaube, der Kampf gegen das Vieh wird richtig übel. Und selbst wenn wir uns da hinstellen und uns ein bisschen irgendwie verteidigen, unsere Fernkampfwaffen sind fast nicht effektiv genug. Also da kommen wir wahrscheinlich bei dem Vieh überhaupt nicht durch, weil das wird ja noch Fabius, das Problem ist, wir benötigen den Kopf. Ob das Vieh dabei tot oder lebendig ist, ja, wir brauchen aber den Kopf. Ja, das ist ja auch okay. Aber ich meine, wenn das da runterfällt, ist ja der Kopf nicht weg. Der liegt halt nur 10 Meter weiter runter. Octavius. Schlucht ist vielleicht nur 10 Meter. Wir könnten vermutlich Möglichkeiten finden, Kopf da unten abzutrennen und herauf zu befördern. Das Problem sind die giftigen Gase in selbiger Schlucht. Ja, das schaffe ich schon. Wir haben hier oben an der Oberfläche, wo wir von diesen Gasen so gut wie nicht betroffen sind, spüren wir schon den Einfluss. Dort unten sind sie hochgradig konzentriert. Ihr werdet wahrscheinlich nicht die Zeit haben, den Kopf abzuschneiden. Ihr habt jetzt zumindest eine Vorstellung, warum die
Katarschaner das nicht unbedingt geschafft haben. Klar, der Gatorex war schon ein brutaler Gegner. Die Terratrix habt ihr bisher euch noch nicht angeguckt. Die Flugsaurier haben euch noch nicht angegriffen. Vielleicht auf dem Rückweg. Und ja, wenn ihr jetzt hört, dass diese Auraner dann mit den Waffen, die sie haben, einen solchen Diablodon gefällt haben, das müssen wahrlich Anwärter auf die Astartes-Gene sein. Mit diesem Kopf müssen wir auch noch zurück. Ja, das wird dir wohl das wenigste Problem sein. Das gebe ich euch recht, nur wenn wir uns mit diesen Giften dort unten zu stark schwächen, könnte selbst für uns die Wildnis dort draußen eine Gefahr werden. Also ihr glaubt wirklich, dass die Gifte in so einem Canyon für uns schlimmer sind als ein 6 Meter hohes Vieh, das nur aus Krallen und Reißzähnen besteht? Naja, Bruder, es ist ja doch immer noch der Plan, dass wir hier eine defensive Position aufbauen und die anderen oder einer von uns dort drüben prüft, ob wir nicht die Höhle zusammenstürzen lassen können. Es plant ja noch niemand, hier zu kämpfen. Wir wollen ja nur einen Plan haben, falls der Bruder dort drüben entdeckt wird. Und wenn uns Bruder Gabriel schon sagt, dass diese Gifte dort unten noch schlimmer sind, und auch wenn es von einem Angel kommt, traue ich ihm da diesbezüglich extrem. Ich habe nie gesagt, dass die Gase dort unten noch schlimmer sind. Wir können diesen Feind nicht gänzlich einschätzen. Wir haben bereits einmal gekämpft, aber ein Bruder wurde schwer verletzt. Ich teile Octavius' Einschätzung, dass der Kampf wohl schwieriger wäre. Aber meine erstrangige Einschätzung ist, dass wir diese Entscheidung schnell treffen müssen. Denn desto länger wir hier sind, desto mehr setzen uns auf die Gase zu. Sorry, aber wer wurde schwer verletzt? Ja, du. Nein, überhaupt nicht. Hast du nicht... Voll funktionabel. Ich hab ein bisschen 16. was abbekommen. Ja, ohne deine Servorüstung für die Sehnenverletzungen ja auch ganz anders aus. Ich habe jetzt hier noch keinen Spiegel bekommen, aber ich fühle mich super. Ich wurde einmal ein bisschen eingeknabbert, aber läuft doch schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ein Biss kann er noch, höchstwahrscheinlich kann er noch ein Biss ab und danach verliert er Gliedmaßen. Naja, Brüder, können wir uns jetzt darauf einigen? Der Rest von uns klettert hier hoch, nimmt defensive Positionen ein. Du gehst darüber, schaust, ob du die Höhle zusammenstürzen lässt und du lässt dich hoffentlich nicht von den Vieh erwischen. Wie soll ich die Höhle zusammenstürzen lassen? Nein, du sollst angucken dabei. Du sollst angucken, ob wir da irgendwas machen können. Also ob wir da irgendwelche Einschläge auslösen können oder ähnliches. Ich komme mit dir. Genau, der Rest von uns bleibt hier. Falls ihr entdeckt werdet, lauft ihr zu uns zurück. Und haltet die anderen Mechs im Auge, nicht, dass die auf die Idee kommen, euch zu einem Mittagessen zu verwerten zu wollen. Auch diese scheinen nicht ganz ungefährlich zu sein. Dann sollte euch das Ding erwischen. Lasst euch nicht fressen, bis wir bei euch sind. Sonst haben wir alle unsere Aufgabe versagt. Ich schmecke nicht. Ja, Wilhelm, möchtest du deine Berufsfertigkeit benutzen und diese Stellung befestigen? Kann ich das einfach so, oder brauchte man da nicht ein Talent für? Ich glaube, du hast das, oder? Ist das nicht... Nee, ich bin Belagerungsmeister, kein... also ich kann besser... Wenn du hast das andere haben. Genommen, ne? Genau, wenn ja, die okay. Deckung haben, bin ich besser. Also wenn der Diablodon sich gleich hinter irgendeine Säule stellt, ich treffe trotzdem. Okay, gut, also du hast das andere Talent genommen. Hätte ja sein können, dass du Befestigung kannst. Also das kannst du natürlich, aber... Also ich würde das schon was zusammenstellen, aber ich vermute vor allen Dingen dem Material geschuldet, ist das mehr als unzufriedenstellend für meine hohen Ansprüche. Ja. Ja, genau, das liegt am Material. Ja, das ist wie mit der Speerschleuder. Wie mit der Speerschleuder. Ja, das ist ein sprüchiges Vulkangestein, ne? Das ist das Problem. So, dann schauen wir mal. Wilhelm ist oben, Octavius ist oben. Wer möchte rüber? Cry und Torre? Ja. Und die anderen bleiben beiden auch wollte. Oben. Ja. Richtig? Na, ich mach mich dann mal dran, die letzten Fänge an meine Speere zu befestigen, so ich noch Zeit habe. Durchschlag und Schaden etwas hoffentlich erhöhen. Gut, dann brauche ich bitte einen Wurf auf Tarnung von euch. Auf Schleichen verzichten wir erstmal. Aber ihr müsst auf alle Fälle dafür sorgen, dass ihr nicht mehr gerochen oder gesehen werdet.
Tordal, was für ein Eid haben wir denn bei dieser Mission geschworen? Mehr Ruhm. Ja, mehr Ruhm. Wie immer. Des Placebools entsprechend. Ich glaube, den würfel ich mal neu. Die 9 von Cry ist zumindest der Imperator dabei. Dann wird nur Tordal gefressen. Ja, ich würfel nochmal neu. Mit der 81. Wie das halt so ist bei diesen Infiltrationsdingern, man ist nur so leise wie der Lauteste. Ja, genau, deswegen. Ja, toll. 84. Damit hat sich das erledigt. Ja, so könnt ihr euch über die steinerne Brücke wieder nach vorne kämpfen. Schiebt euch dann von Spalte zu Spalte. Auf der rechten Seite von euch könnt ihr noch einige Vulkankegel erkennen, zumindest kleinere Schlote, aus denen Gase herausblubbern. Und auf der linken Seite seht ihr einen weiteren, etwas höheren Vorsprung, den ihr vielleicht auch als Rondell benutzen könntet. Und so geht ihr eine weitere kleine Klippe nach oben, bis ihr dann vor der Höhle oder des Massakers, des Friedhofs von dem Diablodon steht. Überall um euch herum ist, wie gesagt, ein gewaltiger Gestank nach verfaultem Fleisch, nach zertretenen Knochen. Das Pulver liegt irgendwie auch in der Luft, setzt sich so ein bisschen dann noch auf die Lungen ab, beziehungsweise dann in eurer Nase. Und aus dem Inneren könnt ihr zufriedenes Schmatzen hören von dieser gewaltigen Kreatur, dem Monster und der Krone der Schöpfung. Die Höhle führt 20 Schritt nach oben, also wenn ihr einmal drumherum geht. Der Diablodon selbst 6 Meter hoch natürlich, und wenn er da reinpassen soll, dann ist dementsprechend die Höhle auch groß und der Vorspring liegt 20 Meter höher. Könntet euch da also die breite Rampe aus den gezackten Steinen so ein bisschen auf der linken Seite an den Leichenteilen vorbeischieben. Benutzt so ein paar Gerippe, an denen ihr euch nach oben zieht, und könntet dann oberhalb des Einganges stehen, aus der es auch weiter herausdampft. Ja, dann würde ich mich oben mal schauen nach verschiedenen Steinen, die vielleicht mit gezielten Aktionen sowieso eine kleine Lawine oder irgendwas auslösen würde. Oder ob da wirklich oben alles mit einer Ebene einfach in irgendeiner Form einfach verankert ist. Also das ist alles brüchiges Vulkangestein. Mit wenig Anstrengung kannst du die sicherlich abtreten. Mit einer Servorüstung ist das alles wesentlich besser, weil ihr da auch noch mal mehr wiegt und du dann Metall unter dir hast und nicht nur dein normales Schuhwerk aus Leder, was dir da jetzt gerade umgebunden ist. Aber es geht. Also du kannst es abtreten. Aber auch halt so, dass ich nicht gleich mitfliege. Das ist mir das Wichtigste. Ja, wird schwierig. Aber wenn du gut trittst, willst du es mal versuchen? Ja, ich will das ja erst machen, wenn der da rauskommt. Also, wenn ich das jetzt direkt mache und ihn einsperre, habe ich ihn ja noch nicht getötet. Richtig, richtig. Deswegen macht das ja, wenn ich jetzt anfange, sperre ich ihn ja da ein. Ja, also du bist der Meinung, wenn die Erde nicht bebt und vibriert, dann hast du vielleicht gute Hoffnung, dass du da auch was abtrittst und nicht hinterherfällst. Ansonsten sitzt du oben auf seinem Kopf. Dann würde ich zu Cry das halt mitteilen und vorschlagen, dass wir schauen, ob es noch einen weiteren Ein- und Ausgang gibt. Ja, Cry ist da schon dran. Da sehe ich mich schön weit entfernt von dem Ausgang. Ja, ihr könnt mal auf, was ist das? Überleben, Spuren lesen. Gibt es noch irgendwas anderes? Ich überlege gerade. Habt ihr da noch irgendwas? Wahrnehmung. Nichts von all dem, was du gerade gesagt hast. Wahrnehmung, Spuren, ja, warum Spuren, nicht? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, gib mir eine Aufmerksamkeit. So eine kleine Patrouille, die ihr dann geht. Ja, das ist. Sieht gut aus. Dann schaust du dich überhalb des Eingangs der Höhle noch ein bisschen um, gehst ein paar Schritte, aber der Gestank ist dort am stärksten. Das sind nicht nur die Gase, sondern zusätzlich die Exkremente, die der Diablo dann ausgeschieden hat. Gerade wenn dann die Leichenteile auch verfaulen und er die dann später isst, dann gehst du auch davon aus, aufgrund des Geruchs, dass sein Biss giftig sein kann. Okay. Einfach weil er verfaultes Fleisch zwischen den Zähnen hat, was da weiter gärt. Wenn er beißt, habt ihr ein weiteres Problem mit Giften.
Aber der Gestank ist dort am stärksten, breitet sich nicht weiter aus. Das ist der einzige Eingang und der Ausgang.